Grüßt euch, Guys, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal, Freunde. Digimon Vital, Watch, whatever, Freunde. DIM-Karten werden alles präsentiert, aber heute dreht es sich um 5 wichtige Sachen in diesem Bereich. Genau für die Leute, die jetzt vor kurzem erst angefangen haben, mit diesem, ja, fabelhaften Hobby, sag ich mal, rumzuspielen oder zu sammeln oder wie auch immer. Demnächst erst werde ich auf 5 Sachen eingehen, die, sag ich mal, wichtig sind. Ich mach mal kurz hier mal das hier mal leise, weil das ist gleich wichtig. Bevor man anfängt, sag ich mal, mit dem ganzen Kram hier, sind auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen zu sagen, die ich eigentlich so schon hier und da mein Video gesagt habe. Das ist ja Nummer Part Nummer 7 jetzt oder 6, wie auch immer. Aber dennoch will ich die zusammenfassen, weil mit diesem Video solltest du dann halt einen etwas leichteren Einstieg haben und nicht später sagen, fuck, hätte ich das vorher schon gewusst. Ne? Deswegen, das Video richtet sich eher an alle neue oder ja, demnächst die Leute, die halt natürlich mit schnitzeln möchten. Bevor ich überhaupt anfange, Freunde, besucht auf jeden Fall den Discord-Server. Ich kann das immer wieder erwähnen, das ist wichtig, weil es gibt immer wieder so kleine Fragen in den Kommentaren, die könnt ihr auch im Discord-Server bei uns stellen und dann werden sie auch beantwortet. Ich auch, wenn ich sie sehe, beantworte ich sie auch. Kann ich zu jeder Frage ein Video machen, dann ja, wäre das Video sehr knapp. Deswegen, ja, einfach besuchen Discord-Server. Sehr wichtig, Freunde. Nicht vergessen. Also, eins vorweg, falls ihr wundert, warum das so hell ist, das liegt daran, dass ich jetzt einen Zusatz Licht habe, dass man das Ganze besser sehen kann hier mit der ganzen Geschichte. Also, wir fangen mal an, Freunde. Wir gehen hier auf den Modus und dann sieht man schon, man sieht auf einmal alles, viel besser. Ja, als erstes, was gibt es denn als erstes als großer Tipp zu sagen? Als erstes, wie man flüchtet. Es ist noch immer ein Thema, lustigerweise, wie ich immer sehe, dass die Leute nicht wissen, wie man flüchtet. Flüchten kann man, wenn man halt ein Battle, sag ich mal, durchführt. So, einmal durchführen, kann man mit der unteren Taste 3 Sekunden halten, 1, 2, 3 und man flüchtet. Das ist sehr hilfreich, Freunde. Warum? Es gibt auch die Möglichkeit, oder es besteht die Möglichkeit, dass dich auch ein Mega-Digimon angreift, wenn du halt ein Champion-Digimon bist und dann stehst du da. Könntest wahrscheinlich es auch besiegen können, aber denk dran, man darf auch nicht zu oft sterben und deswegen ist sowas wie Flüchten halt sehr, sehr praktisch. Da wären wir schon beim Punkt 2. Man darf nur 3-mal sterben. Sozusagen ist es halt nicht so gewollt, dass man 50 Mal stirbt und das Digimon lebt. Nein, wenn man zu oft stirbt, Freunde, entwickelt sich das Digimon zurück und man wird wieder zum Ei. Das ist halt so. Dasselbe gilt auch, wenn du die Uhr 24 Stunden lang nicht trägst, entwickelt sich das gute Ding auch wieder zurück. Ne? Nach 24 Stunden muss man darauf achten, Freunde, dass man auch nicht zu oft stirbt. So, aber es gibt auch noch eine andere Geschichte, die auch wichtig sind, es gibt die Möglichkeit, natürlich über das Handy, durch die NFC-Schnittstelle ein Battle zu triggern. Wenn man jetzt kein fähiges Handy hat, was eine NFC-Schnittstelle hat, es kann sein, dass du ein älteres Modell hast oder gerade keins zur Verfügung hast, gibt es noch die Möglichkeit, falls du zu Hause bist und sagst, hey, ich habe auch eine Switch, dann kannst du das Ganze auch mit einer Switch machen. Das liegt daran, dass die Switch selber Amiibo-Figuren auch, sag ich mal, triggern kann. Und das ist dieselbe Schnittstelle, die man hier für das Digimon, für die Digimon-Uhr braucht. So, man geht drüber. So, und es ist schon rot. Ne? Über den Joy-Con geht das Ganze. Man muss aber vorher auf der Switch selber, sag ich mal, in diesen Amiibo-Modus reingehen. Und dann funktioniert das auch. Ne? Das sieht so aus. Das muss erstmal vorher getriggert werden. Das wäre, sag ich mal, Tipp Nummer 2. Ne, das Ganze mit diesem Flüchten, Sterben und welche Möglichkeiten, sag ich mal, es gibt, die NFC-Schnittstelle zu triggern. Ich habe auch gesehen, dass es auf Amazon es gibt für einen USB-Träger. Also steckst einen USB rein, kannst auch so eine NFC-Schnittstelle kaufen. Hab's aber noch nicht probiert. Könnt ihr mal gern probieren und Bescheid sagen, wie es funktioniert. Ne? Ja, das wäre das erstmal. So, die andere Sache ist die, die ultra wichtig ist, wo ich zurzeit richtig Probleme habe und wo ich sagen muss, okay, Arschkarte, ist mit meiner ersten Uhr, das wäre hier die, habe ich einen Fehler gemacht. Und der Fehler war, seht ihr den Akkuzustand da hinten? Der Akkuzustand ist das Problem. Ja, das ist leider so, wie es ist. Die Akkus da drin verbaut, die sind nicht so hochqualitativ. Das heißt, nach einer Zeit, wenn du zu lange das Gerät auflädt, also den ganzen Tag, es vergisst und es lädt ganze Zeit auf, obwohl es eigentlich schon voll ist, geht das auf den Akku. Natürlich kennt man das auch aus anderen Geräten etc., sollte man generell nicht machen, aber hier ist es extrem, Freunde. Ja, nach vier Monaten jetzt Release oder 5, wie auch immer, ist es soweit, mein Akku ist freckel. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich öfters über den ganzen Tag, über den ganzen Abend einfach es reingestöpselt habe und nicht rausgezogen habe. Müsst ihr drauf achten. Ladet nur so lange auf, solange es voll ist. Also sprich, wenn du nach Hause kommst, 17, 18 Uhr und du siehst, dein Teil ist leer, tust in den Akku direkt rein. Und wenn du schlafen gehst, tust du wieder raus. Fertig. Ist am besten.
Sonst Akku leer. Ich werde hier auf jeden Fall, Akku kaputt eher gesagt, nicht nur leer. Ich werde auf jeden Fall den Akku auswechseln und dazu ein separates Video mal machen, früher oder später, weil der ist hinüber, da kann ich nichts mehr machen. Ne? Zum Glück habe ich eine separate Uhr noch, hier die neue, da werde ich natürlich darauf achten, dass ich das nicht mache. So, das wäre Tipp Nummer 3 auf jeden Fall. Tipp Nummer 4, auch sehr wichtig sind, ist das Display. Aber da habe ich sehr schnell reagiert. Am Anfang habe ich das mit einem Tesafilm gemacht. Mittlerweile gibt es dafür auch, sage ich mal, professionelle Sachen. Und zwar so eine Schutzfolie. Man sieht ja am Rand, piddelt sie sich ab. Aber sie piddelt sich nicht in der Mitte ab. Nur am Rand, wo man sie eh nicht, sage ich mal, komplett draufkriegen kann auf das Teil. Ultra wichtig, es ist leider so, dass das gute Ding hier sehr kratzanfällig ist. Also da kommen so schnell Kratzer drauf, Freunde. Könnt ihr jetzt gar nicht mal wissen, wie schnell das geht. Deswegen gibt es so ein Set, habe ich mir mal geholt bei Amazon. Ich werde das Ganze mal verlinken, mal gucken, ob ich das wiederfinde, weil ich habe das vor 3-4 Monaten gekauft. Ich mache mal das kurz mal auf. Gibt es so ein Set, wo man das Ganze, sage ich mal, ja, machen kann. Erstmal sprüht man das Ganze mit so einer Flüssigkeit ein, dass das Display auch sauber ist. Dann gibt es nochmal so ein Reinigungstuch, ne? Dass natürlich auch keine Kratzer drauf kommen, aber wenn da irgendwelche Partikeln drauf sind, dass man das irgendwie rausziehen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze mit so Art Folien drauf zu packen. Die sieht man vielleicht nicht so richtig, ne? Seht ihr? Warte mal. Ja, sieht man, ne? Das sind so längliche Folien und die tut man drauf, ne? Und dann gibt es so ein Spachtelteil. Und dann spachtelst du das so zu, also so zack, dass es keine Bläschen dazwischen sind. Hast du so noch Teil. Ja, ziemlich cool. Werde ich mal verlinken, wenn ich es wiederfinde. Sonst einfach mal kurz suchen, Freunde. Findet man eigentlich. Weil es gibt ja ähnliche Smartwatches und da ist das Thema dasselbe, wie man das Ganze natürlich schützen kann. Ja, dann gibt es aber noch ein anderes Thema, das Punkt Nummer 5, auch wichtig. Die Uhr ist zwar interessant, man kann damit spielen etc., aber der Höhepunkt dieser Uhr liegt halt an der App. Und es ist halt so, Freunde, dass man das Ganze auch mit der App verbinden sollte, wenn man natürlich den maximalen Spaß haben möchte. Wenn man die Uhr noch nicht hat, kann man die App sich schon runterladen, ne? Und da schon, sage ich mal, mit einem Gratis-Digimon schon in der Arena rumbetteln, whatever halt. Auf was man gerade Bock hat. So, wenn man das Ganze macht, geht man ja auf App-Link, auf diesen Modus, sodass man das Ganze auch verbinden kann. Bei der Uhr ist das halt so, du gehst, beim Handy ist das halt so, du gehst halt hier auf dieses untere. Das untere ist dafür da, dass du das nach da transportierst und das obere ist dafür da, dass du vom Handy auf die Uhr transportierst. So, von der Watch auf das Handy ist es sehr einfach. Das ist einmal ganz kurz halten. Und das war's. Nur einmal muss man sozusagen das Ganze machen. Wenn man das andersrum machen möchte, muss das Ganze dreimal sozusagen verifiziert werden. Ist halt so, kann man nichts machen. So, jetzt bin ich auf dem Handy, wechsle ich mal kurz. So, ich wechsle mal kurz sozusagen die Zone hier. So, ja, ich habe ein paar Sachen hier freigeschaltet etc. Ja, und der ganze Spaß liegt natürlich hier auf dem Handy. Warum? Weil du hier Dailies machen kannst zum Beispiel. Jeden Tag schalten sich Dailies frei, 3 Stück. Einmal transportiere dein Digimon hin und her, kriegst irgendwelche Points. Oder besiege, mach ein paar Arena-Kämpfe. Kriegst du dann auch sozusagen die Möglichkeit, dementsprechend da mal was zu fetzen. Gehen wir jetzt einfach mal hier ins 1 rein hier. Wir sind ja Champion, wir können gegen Champion auch antreten. Mal gucken, ob wir den... Ich habe noch nie mit einem Champion, sage ich mal, eine Arena gemacht, fällt mir gerade ein. Ich habe immer Mega, Gemischt oder Ultra. Die zwei. So, mal gucken, wer hier der krasseste Boss ist. So, und ach so, wir sind ja im Nachteil sogar. Das sieht man, wenn man im Nachteil ist, sieht man das an dem roten Viereck an der unteren linken Bildschirmseite. Da sind wir im Nachteil sozusagen. Da machen wir weniger Schaden und der Gegner macht mehr Schaden. So, jetzt hat er mich ein bisschen weggefetzt. So, machen wir nochmal. Wenn das hier so bei euch so ruckelt, das liegt nicht am Handy oder bei mir, das liegt einfach bei der Aufnahme jetzt. Weil ich das Ganze über, ich habe verloren, über WLAN mache und nicht über Kabel. Dann ist die Bildaufnahme halt nicht so prickelnd. Aber reicht vollkommen aus. Ne? So, in echt ruckelt das jetzt hier nicht bei mir auf dem Handy. So, habe leider verloren, aber trotzdem vom Rang etwas bekommen. Und sollte eigentlich jetzt theoretisch, ja, die Daily freigeschaltet werden. Genau, zwei Tickets. Habe ich bekommen. Diese Tickets kann ich jetzt nicht einsammeln. Das liegt daran, dass ich schon maximale viele Tickets habe. Das wäre 99. Und hier steht aber 112. Sag halt, wie kommt das? Das kommt daran, wenn man bei den Arenen teilnimmt und sie erfolgreich durchballert. Hier bin ich Rang 356. Nichts Besonderes. Aber
Wenn man hier, sag ich mal, Arena teilnimmt, kriegt man ja am Ende auch Tickets und die werden gut geschrieben. Auch wenn du nur 99 hast oder maximal 99, werden die da drauf geschrieben. Nur diese Tickets. Ne? Die Dailies-Tickets leider nicht. Ne? Die leider nicht. Aber die Belohnung der Teile auf jeden Fall. Ja, das heißt, man sollte sich auf jeden Fall mit der App beschäftigen. Jetzt zurzeit gibt es halt nur Arena-Kämpfe. Das ist halt so. Aber ab nächste Woche, am 18. glaube ich, 18. 19. 19. war das sogar, fängt ein Raid-Monster wieder an, wo man teilnehmen kann und wo man die Raid-Pässe auch benutzen kann. Wenn man hier auf Fragezeichen geht, ich glaube Fragezeichen war das, oder hier. Ne, warte mal, wo ist der News-Bereich nochmal? Hier glaube ich, oder? So, hier ist es. Ja, Kürbismon kommt. Kürbismon, aber nicht nur in seiner normalen Form. Ne, ich nenne das Kürbismon. Unten rechts sieht man das vielleicht besser. Mit so einem, ja, Thron oder so, wie auch immer. Das sieht auf jeden Fall nice aus. Und da hat man die Möglichkeit, auch die zusätzliche Kapsel zu bekommen. Storage und natürlich Layout-Wechsel halt. Und natürlich andere Belohnungen, die jetzt noch nicht da sind. Also 19, das steht hier genau. Auf jeden Fall mitmachen. Dort mal alle Pässe mal rein investieren, Guys. Ja, das war's erstmal, Freunde, für diesen Bereich. Also ein paar hilfreiche Tipps, dass man diese Tipps, wie gesagt, habe ich in den letzten Videos hier und da mal gesagt. Wenn man jetzt nicht alle Videos schauen kann oder möchte oder es noch nicht gemacht hat, ist, denke ich mal, so eine kleine Zusammenfassung auf wichtige Sachen, ja, auf die man eingehen soll. Eine Sache noch mal vorweg. Ich habe im letzten Video mal die Uhren getestet. Ein paar Sachen will ich dazu noch sagen. Die erste Sache ist die. Diese Uhr ist sehr praktisch in Sachen. Achso, ich kann jetzt mal trotzdem nochmal rübertauschen, den ganzen Kram. Machen wir das einfach mal zurück erstmal. Dann habt ihr das auch gesehen, wie man das zurück macht. So, dann gehen wir mal zurück auf diese Facecam. So, wenn man das hier gemacht hat, geht man natürlich hier auf das obere. Man tippt hier auch da drauf. Ja, ich sende mal die Information dazu. Möchtest du noch ein Zusatzitem draufballern? Nein, brauche ich nicht. So, und dann einmal drauf und ein bisschen länger halten. So, ein paar Sekunden auf jeden Fall. So, das ist Nummer 1. So, jetzt Nummer 2. Bis es vibriert eigentlich. Bei mir vibriert das immer. Wenn es bei euch nicht vibriert, müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr genau auf die Schnittstelle, sag ich mal, drauf geht. Weil es ist halt eine sehr nahe Schnittstelle. Die muss halt sehr nah dran sein. So, Nummer 3. So, jetzt muss es gehen. Zack, drüber. So, wie gesagt, das wäre jetzt das erstmal. Und bei der neuen Uhr. Die neue Uhr sieht man hier, hat ein anderes Symbol hier. So dieses V-Symbol, V-Symbol, whatever. Bei der alten ist das halt DM. Kann ich auf jeden Fall noch zwei Sachen sagen. Die erste Sache ist, wenn du jetzt keinen Bock hast oder schlafen möchtest, kannst du mit beiden Tasten hier auf der Seite, wenn du sie draufklickst, selber entscheiden, wann du in den Sleep Mode reinkommst. Richtig cool. Bei der anderen Uhr ist das halt so, automatisch, je nachdem, was für ein Digimon du hast, ist es zwischen 8 oder 21 Uhr oder 22 Uhr, wo es automatisch in den Sleep Mode geht und am Morgen früh dann wieder aufsteht. Das kannst du hier selber kontrollieren bei dieser Uhr. Sehr, sehr praktisch, finde ich. Aber die andere Sache ist die, die mir aufgefallen ist. Wenn du jetzt einfach Netflix schaust oder irgendwelche Serien oder nicht dich viel bewegst, kriegst du mit dieser Uhr etwas mehr Vitalitätspunkte als mit der anderen Uhr. Das habe ich getestet, beide Uhren habe ich auf beiden Handgelenken gehabt. Und die Uhr hier kriegt etwas mehr Power als die andere. Haben die etwas verbessert auf jeden Fall, dass man nicht denkt, okay, der Spieler ist jetzt gar nicht aktiv, weil auch wenn du nur auf dem Sofa bist, bist du ja, hast ja Puls, ne? Also du bewegst dich ja noch, du kratzt dich etc., machst was und die erkennt das halt etwas besser, sensibler ist sie, als die andere Uhr, die einfach denkt, okay, du pennst und verlierst halt dementsprechend Punkte halt, ne? Also auf jeden Fall auch ein geiles Element, was man auf jeden Fall sagen muss, ne? Der gute Vergleich hier. Ja, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, Freunde, wie gesagt, bewertet es, kommentiert es. Ich würde mich freuen, so dass wir beim nächsten Video uns wieder sehen. Sonst joint gerne auf den Discord-Server rein, wenn ihr noch offene Fragen habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, bis dahin. Euer Sakadies und adios amigos. Tschüss.